Offenbare dich, Quelle von Yunkal. Mit der Kraft des Fratherkuhls des Schöpfsteins erhebe ich Anspruch auf dich. Ein kleines Problem. Was ist? Sandrak. Er ist hier. Was? Position halten. Bin unterwegs. Bis dahin ist er weg. Das war ein Befehl, Eingeweihter. Wie war das? Die Verbindung bricht ab. Du weißt schon, dass ich sehe, wie du mit der Hand wedelst. Ein Unsterblicher. Willkommen, Bruder. Du weißt, wer ich bin? Sandrak. Anscheinend hat Kirkan dich schon indoktriniert. Das musste sie nicht. Deine Männer töteten meine Familie. Ist das so? Ich erinnere mich nicht. In diesem Krieg sind viele Menschen gestorben. Vielleicht findest du Trost darin, dass ich ihn beende. Wende dich nicht ab! Vereine die Familie. Nein. Die wollte ich. Ich brauche mehr Zeit, es zu beenden. Lass mich dir helfen. Hey, stopp! Oh, Junge. Fucking secret, yes! Liebe Schießen! Genau. So.
Alter, Kollege. Gebrochen und gebunden, Kron von Jungfrau. Wo? Was ist das für ein Ort? Moment, das ist das Reich der Nebel. Oh, ist das die Pentasaat? Was ist passiert? Sandrak und die Hand sind verschwunden, als ich eintraf. Er hat einen Zauber gewirkt. Ich habe versucht, ihn zu stoppen. Du solltest doch auf mich warten, Eingeweihter. Die Kraftlinie, er hat sie ausgeschöpft. Ich verstehe das nicht. Ich habe etwas gesehen. Was gesehen? Als er seinen Spruch wirkte, ich habe meinen Körper verlassen. Ich war an einem anderen Ort. Komm zum Punkt. Ich sah die Pentasaat. Sie ist lebendig. Okay. Sir, wir müssen reden. Da oben hat Sandrak mich als Bruder bezeichnet. Nicht nach dem Motto, sieh an, ein anderer Magnus, sondern eher... Jemand aus seinem Orden. Ja, genau. Kompliziertes Thema. In das wir jetzt nicht einsteigen. Ihr wollt mir nicht erklären, wieso Sandrak zu den Unsterblichen gehörte? Gehörte. Ihr wollt mir nicht erklären, wieso Sandrak zu den Unsterblichen gehörte? Ich dachte, ich hätte das klar gemacht. Kirkin wird darüber reden, wenn der richtige Zeitpunkt da ist. Ich muss sagen, diese ewige Geheimniskrämerei, die wird langsam öde. Magni verursachen die Wunde. Kraftlinien können irgendwie abgeschöpft werden. Und Sandrak war ein Unsterblicher. Das Zweite galt immer als unmöglich. Magni sollten die Quellen nicht derart kontrollieren können. Woher soll ich das wissen? Mir hat nie jemand gesagt, was eine Quelle ist. Das meine ich ja. Ich sollte gehen. Warte mal. Hör zu. Wegen deiner Vision. Vom Reich der Nebel. Du solltest etwas wissen. Ja. Die Pentasaat. Sie lebt. Alles, was du hier siehst, in dieser unserer Welt, ist nur der physische Ausdruck ihrer wahren Form im Reich der Nebel. Die Mystiker in Kalthus sagen, sie träumen im Winter von dieser Form. Anderswo in Avium haben Propheten, Heilige, Verrückte immer wieder behauptet, sie zu sehen. Dann bin ich jetzt also ein Heiliger. Du solltest nur wissen, du bist nicht. Dass ich nichts Besonderes bin, Sir? Keine Sorge, Sir. Kirkin sagt mir das ständig. Hältst du nie die Klappe? Ich meine nur, du musst dich nicht einsam fühlen, Jack. Du wirst schon kein Ausgestoßener werden. Vorsicht. Vielleicht seid ihr gerade zum ersten Mal nett zu mir. Du bist unmöglich. Nein, im Ernst. Das war wirklich nett von euch. Danke. Gut. Ich treffe dich im Palathon. Auf Sandrak's Stunt mit der Kraftlinie waren wir überhaupt nicht vorbereitet. Kirkin wird Redebedarf haben. Ja, das denke ich auch. Und Servus zurück in den Chat. Holy moly, was waren wir da sehend?
Ja, die grüne Leylinie wurde ausgekostet, kann man das so sagen? Mache ich jetzt nicht mehr. Ich möchte jetzt einfach nur zurück. Also. Dann schauen wir mal, was die Kollegin da zu sagen hat. Warte mal, was sehe ich denn da? Die geben immer noch schön und gerne mal ein wenig von den Essenzen. Die brauchen wir nur zu Genüge. Schau mal, wo ist das Portal? Ach, das war wieder, ja, stimmt. Das war wieder eine Herausforderung, die wir gemeistert haben. Und jetzt, wo war das Portal für nach Hause? Ach, hier unten. Seh's. Wieso führt es uns jetzt hier entlang? Ach so. Ich wäre einfach gerade rüber runtergesprungen. Aber so kann man es auch machen. Ah, stimmt. Nicht durchspringen, sondern F drücken. Dann das Pantheon große Halle. Schnellreise. Eine Erfindung, die uns in der Realität noch fehlt. Genau, und dann hier. Okay. Jetzt wird's langsam seltsam. Man sagt, du hast ihn auf frischer Tat ertappt. Nimm am Tisch Platz, Eingeweihter. Es gibt viel zu besprechen. Kommt dir irgendeine der Quellenformen bekannt vor? Nein, Sir. Diese ganze Unklarheit macht mich wirklich ganz unleidlich und nachtragend, Sir. Das Problem bei der Beschreibung der Quelle ist, nun, der Beobachter gibt der Quelle erst ihre Form, wenn er sie sieht. Sagt wer? Nein, es stimmt. Pentadi sagen das. Denen wird niemand widersprechen, oder? Nein, schließlich haben sie sich in die Unendlichkeit gestreckt und jede erdenkliche mathematische Form für die Quellen berechnet. Und wurden dabei, zing, in eine andere Dimension katapultiert. Wie eine kosmische Steinschleuder, erdacht von zerstreuten Rechenschiebern. Das grenzt schon an Blasphemie, Devin. Warum besteht die zivilisierte Welt auf den Pentadi-Kalender? Wohl wissend, was mit ihnen passiert ist, das werde ich wohl nie verstehen. Verdir sagte, die Quellen seien zwei Arten von unsichtbar plus dreimal der Herzschmerz des Betrachters. Ich? Hä? Verdir hat viel gesagt. Wie alle hier wissen sollten, besitzt Sandrak inzwischen sicherlich Magie. Mythischen Ausmaßes. Oh, sind wir deshalb hier? Seht ihr, Sir? Unleidlich. Es ist sonst nicht meine Art, aber können sich alle zusammenreißen? Ich werde allmählich nervös. Und ich krieg Kopfschmerzen. Offenbar hat Sandara schon berichtet, Sir. Aber ich habe ungefähr 1 Million Fragen. Geschichtsstunde, Jack. Ich liebe Geschichtsstunden. Das Reich der Nebel ist eine Welt ungezügelter Magie. Einer Magie, die so wild und formlos ist, dass man sie unmöglich beherrschen kann. Ich glaube, da war ich schon mal. Irgendwann kam die Pentasat in die Welt und erschuf die Quellen. 5 große Anker, die das Reich der Nebel mit Avium verbanden. Von dort verbreiteten sich die Kraftlinien und zogen sich durch beide Welten. Womit sie die Magie des Reichs der Nebel in eine nutzbare Ressource verwandelten. Wenn jemand die Kraft einer Quelle einfangen könnte, hätte er mehr Kontrolle über die Magie als jeder Magnus vor ihm. Wie ein lebender Kraftturm könnte er Magie direkt aus ihrem Ursprung beziehen. Und sie vielleicht sogar von den anderen Magni weglenken. Sandrak hat genau das geschafft. Wir glauben, dass er im Besitz eines Thrada Kul ist. Ein Schöpfstein.
Dieses Artefakt verleiht Kontrolle über die Quellen. Das war es also, was sie in den Ruinen wollten. Ganz recht. Mit dem Stein wird Sandrak irgendwann unseren Zugang zur Magie komplett austrocknen. Und dann endet der ewige Krieg. Endet? Das soll heißen, er erobert Lucium? Das soll heißen, er erobert ganz Avium. Sir, bei allem Respekt und so, ihr liegt falsch. Verzeihung? Oh oh. Wie ihr selbst sagtet, Magie ist eine Ressource. Nur weil Sandrak eine Quelle angezapft hat, ist seine Macht nicht endlos, nur wahrscheinlich ziemlich gigantisch. Wenn er einen Weg gefunden hat, den Schöpfstein zu nutzen, können wir das auch. Wir holen ihn uns zurück und... Ganz wie zu Hause. Gute Neuigkeiten, Schwester. Der Frieden ist nah. Ihr dürft gern Zeuge sein. Natürlich. Wir sind doch unter Freunden. Wie du möchtest. Wir diskutierten gerade darüber, was wohl die beste Reaktion auf deine Schändung der Quellen sei. Auch dass es keinen Ausweg gibt. Treffen wir uns bei Nocea, um die Bedingungen eurer Kapitulation zu besprechen. Wie ich hörte, sprichst du jetzt für deinen König, als es heute... Falle! Der Junge traut mir wohl nicht. Du hast mein Wort. Die Traditionen von Aristeia werden gewahrt, ganz ohne Gewalt. Ich sehe ein Lucium, das dieses Kapitel der Geschichte überdauert. Wir auch. Das war angsteinflößend. Wie reagieren wir? Devin, achte darauf, dass nichts mehr von ihm hier übrig ist. Zendara, sprich mit den wachhabenden Kommandanten. Wir treffen Sandrak in Nocea. Wir sind unterlegen. Nicht besiegt. Noch nicht. Jack, reden wir. Oh. Okay, ich red ja noch. Kieran? Stimmt das, was Zendara sagt? Wir laufen direkt in Sandraks Falle? Es ist keine Falle. Sandrak hält die Adelstradition von Aristeia in Ehren. Er wird Nocea als neutralen Boden anerkennen. Sir, ich weiß, ihr plant nicht, euch zu ergeben. Auf gar keinen Fall. Wir werden ihn überraschen, ihn mit allem angreifen, was wir haben und darauf hoffen, dass sein Schöpfstein zu wünschen übrig lässt. Okay, dann stellen wir also die Falle. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Sandrak die Magie kontrolliert. Wir müssen es riskieren. Wo wir gerade von Unsterblichen und Sandrak und Sandraks Vergangenheit als Unsterblicher reden, die ihr mir ja freundlicherweise verschwiegen habt. Ich wusste, dass das kommt. Wir haben hier nicht viel Zeit. Ich hatte das Recht, es zu erfahren. Ihr habt mich an jenem Tag rekrutiert, als Sandrak meine Heimat zerstörte. Seitdem kämpfe ich gegen Rashan. Was hätte es denn geändert? Keine Ahnung, aber was habt ihr von dieser Geheimniskrämerei? Ihr hättet mir vor langer Zeit von den Quellen erzählen können. Ihr hättet mir sagen können, wie Magie die Welt zerstört, bevor ihr anfingt, mich auszubilden. Das ist die Armee, Jack. Nicht die Akademie. Du musstest nur wissen, was dir im Einsatz hilft. Ich bin mit dieser Antwort nicht zufrieden, Sir. Ich bin mir sicher, du kannst fürs Erste damit leben. Wenn wir Nocea überleben, können wir weiterreden. Also, damit der Angriff gelingt, müssen ein paar Dinge funktionieren. Du musst das zu Captain Selko bringen. Ein Portalstein. Und ist da irgendeine Botschaft dabei? Selko weiß Bescheid. Du findest ihn in Lordsfell mit einem Bataillon Soldaten. Verstanden. Bin unterwegs. Jo, dann jo,
Ja, was soll man sagen? Falle ist sicherlich auf der Tagesordnung. Und auch noch so einiges anderes, würde ich mal behaupten. Die große Halle. So, Lusium. Und in die Festung. Ganz genau. Jo, und ich würde sagen, für heute machen wir Schluss hier. Und sehen uns dann in der nächsten Aufnahme, wenn es wieder heißt Let's Play Immortals of Avenum. Ja, irgendwie so hieß es. Ja, vielen Dank fürs Einschalten hier auf Twitch, hier auf YouTube. Lasst gern überall ein Däumchen, ein Abo da. Und wir sehen uns. Hat Spaß gemacht. Macht überraschend viel Bock. Vor allem, weil es so wirklich erfrischend von der Geschichte ist. Also mal ein neuer Ansatz. Also jetzt, es erfindet ja nicht das Rad neu, aber von der Grafik war ich im ersten Moment zwar ein wenig zurückgehalten, weil es doch irgendwie, ja, ich habe es irgendwie in den Trailern besser im Sinn gehabt. Aber jetzt, wo man so spielt, es passt. Es passt, es ist, es passt zur Story vom Charakter. Es passt von der Welt. Es passt alles. Und auch die ein wenig übertriebenen Gesichtsanimationen mag ich eigentlich sehr, weil da zeigt man, da haben sie sich jetzt wirklich Mühe gegeben. Und zwar nicht Mühe im Sinne von, ja, ich lasse das so aussehen, wie es wie natürlich, wo man je nach Situation relativ viele Emotionen mitreden rüberbringt, aber nicht gerade so die Mimik gibt. Und das überspitzen sie leicht, einfach um das noch ein wenig verdeutlichen, zum Herausstechen. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr geil. Kämpfe machen Spaß. Ich muss noch ein wenig reinkommen mit Tasten drücken, wechseln. Aber macht Spaß, sie sind nicht schwer, sie sind gut, sie... Also ich bin bis jetzt begeistert von Avenue und ich freue mich zu erfahren, was da die Story dahinter ist, was noch alles kommt. Ich meine, beide Seiten sind jetzt nicht wirklich toll. Ja, welche dann die richtige ist, welche die falsche, was können wir noch entscheiden, was können wir beeinflussen. Ich meine, es ist ein Shooter, also mehr Tod bringen, das können wir auf jeden Fall. Aber auf wessen Seite, was für Auswirkungen das hat, das wird spannend. Aber das sehen wir in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahme. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss und bye!